Kommen wir zu Amerika, zu den Pick'ems in Amerika. Erstes Matchup, Leviathan gegen Furia. Eigentlich, Digga, auch mir relativ egal. Ich würde hier Leviathan nehmen. Willst du das noch weiter? Einfach absolutes internationales Top-Team, Leviathan, kennt man doch. Wenn es Leviathan gegen Furia, ich würde auch wahrscheinlich Leviathan nehmen, aber ganz ehrlich, was auch immer. Ja. NRG gegen EG. Alles gegen EG, Digga. NRG for the win. NRG auf jeden Fall auch einfach das bessere Team. Die jetzt auch ein bisschen in Form gefunden haben, auf jeden Fall jetzt Richtung Playoffs. Ja. Laut gegen Leviathan, da brauchen wir auch nicht viel drüber diskutieren. Das wird laut sein. C9 gegen NRG. Und das wird interessant, weil ich glaube, Digga, Cloud9 wird nicht bei Masters sein. Das ist mein Spicy Take. Das wäre geil, Leute. Energy wird das hier gewinnen und Furia wird das hier gewinnen. Cloud9 wird kein Playoff-Spiel gewinnen. Boah, ich finde, das ist schon ein schöner Gedanke. So die ganzen Leute, boah, Cloud9, so ein krasses Team, Alter. Boah, ja, Junge, die sind so gut. Und dann geht's einfach so aufs Maul. Digga, das würde ich so schön finden, Alter, wenn die mir alle auf den Sack gehen. Wenn die mir alle einfach nur auf den Sack gehen. Ich schwöre es dir. Oder was noch höhere Abstrafung wäre, wäre das. So. Boah. Alter. Das wäre maximal. Ich möchte halt, also ich möchte legit nicht EG und Cloud9 bei Masters sehen. Cloud9 kann ich mir. Naja, also, aber in diesem Fall, denn wir, das ist ja jetzt gerade der Unterschied zu Europa. In dem Lower Round 2 bist du ja noch nicht bei Masters. Du musst ja ins Lower Final. Ja, genau. Aber ich muss sagen, Cloud9 kommt zum Masters. Also ich würde. Nein! Ich würd, auf gar keinen Fall, Digga. Ich würde es feiern, will nicht, dass die bei Masters sind. Ich krieg nicht zu Masters kommen. Ich fände es geil. Ich überlege gerade. Nein. Energy im Upper Semifinal. So, wenn die gegen Cloud9 spielen. Was für ein Energy ist das dann? Ist das schon das Energy, was so. Ja, ey, so Energy hat schon den Anfangsslump gehabt, Digga. Es ist keine große Pause zwischen Regular Season und Playoffs. Ja, ey, ich geh damit, dass Energy gegen Cloud9 gewinnt. Ich gehe damit. So, das mache ich mir hier schon mal fix, Alter, weil ich laut nicht gewinnen sehen will. Hier gehe ich Mental im Übrigen. Komplett tilt, Alter. Einfach mit Hass gewotet. Ah, nee, Digga, laut Energy gewinnt laut, aber Energy muss, ja, laut gegen Energy gewinnt laut. So, Cloud9 oh, Furia. Aber das ist ja, Upper Final ist ja sowieso egal eigentlich. Ja. So, Lower Round, Cloud9 Furia. Ja, Cloud9 gewinnt. Cloud9 gewinnt auch, glaube ich auch. Leviathan, EG, das werde ich nicht für EG tippen, auf gar keinen Fall, Digga. Will ich aber nicht. So fucking EG. Also selbst wenn, also ich muss sagen, also ich würde Cloud9 auch gern sehen, dass die nicht zum Masters kommen, aber ich sehe Cloud9 nein. Durch Slower Bracket durchgehen. Also nein. Egal ob da EG oder Leviathan dagegen ist, ich würde sagen, Cloud9 kommt durch Slower Bracket dann auch zum Masters. Nein, ich will das nicht. Ich will das einfach nicht. Da habe ich lieber Furia beim Masters, Alter. So ein scheiß Brasilien-Team, was einfach kacke ist, Digga. Alles lieber beim Masters als fucking EG, Mann. Und auch eins Cloud9, Alter. Niemals, ey. Es ist die logische Wahl, aber natürlich. Wenn wir Cloud9 tippen, das ändert ja nichts daran, dass Cloud9 aus unserer Sicht nicht, aus unserer Sicht halt relativ nicht so gut ist. Aber das zeigt ich will nur, das einfach nicht. Digga, diese scheiß Regular Season Performance, wo da jeder wieder sagt, oh, die sind so krass und bla bla bla. Digga, wenn die am Ende nicht ein Playoff-Spiel gewinnen, mich würde es nicht wundern. Wenn die nicht ein einziges Spiel gewinnen. Aber das Ding ist halt bei der Amerika-Liga, der Rest ist halt übertriebener Müll. Ja, die deswegen sind alle kacke. Was meinst du, warum Cloud9 so gut ist, Alter? Ja, genau, aber deswegen sage ich auch, die kommen zum Masters, weil der Rest halt so scheiße ist. Ja, am Ende gewinnt Cloud9 Masters. Schwester über Gott. Das ist ja unmöglich, Alter. Niemals, Digga, das wird nicht eintreten. Da, Junge, wette ich auch 5 Subs drauf. Cloud9. Alter, nur 5, Alter, ich habe hier 10 gewettet, du Kleiner. Ja, du hast aber auch nur 5 gewettet und dann trotzdem 10 gemacht. Das ist nicht mein Problem. Oh, scheiße. Huch. Das war ein bisschen dumm. Ja, gut, da hat der Chat mich getrollt. Ja, Cloud9, keine Chance, dass die Masters gewinnen, aber die werden da sein. Okay, aber das könnt ihr klippen, Chat, wenn Cloud9 Masters gewinnt. Ich root jetzt für Cloud9. Okay, Cloud9 gibt. Ich bin jetzt in Hack. Die spielen sich in Lauf. Nein, Energy gegen Cloud9 bin ich bei Energy. Ja, Finale laut Energy. Auch relativ interessant dann, Rematch.
Hat ja auch so ein bisschen History irgendwie, die beiden gegeneinander. Ich glaube, legit, das ist so. Das ist die Vielleicht größte die. Rivalität Ja, ich wollte in gerade sagen, Valorant die. bisher, auf jeden Ja. Fall, ja. Es ist auch nice, dass die in einer Liga sind, weil wir die Rivalität relativ oft sehen werden. Ich weiß nicht, Loud hat mich schon überzeugt dieses Jahr. Und Ja, das Energy, Ding ist ich glaube, halt. da kommt es dann international eher. Das ist es da, wo die performen werden. Ja, weil bei Energy letztes Jahr Optik, beide Splits haben die ja nicht gewonnen. Die sind ja jedes Mal Zweiter geworden, glaube ich. Die waren letztes Jahr auch schon ein Team, so, ja, Digga, wir sind bei Masters und regional, scheißegal. Von daher. Regional, scheißegal. Das Scheißegal. könnte auch Das könnte ein Jukschi-T-Shirt sein, das könnte Alter. so ein Fußball-Chant sein, Alter. Regional, Regional, scheißegal. scheißegal. Ey, das ist eigentlich ein Juke-T-Shirt, Alter. Regional, scheißegal. Sag ich dir ehrlich, Alter. Heute ist Merch geboren worden. Also, du hattest jetzt auch Loud als Sieger Ja, hier, ne? ja. Ja.